Freunde des schäumenden Rebsaftes, hier ist wieder euer Weinfreak. Heute weder mit Info noch mit Verkostung, sondern mit einem Hilferuf. Denn ich suche dringend einen Wein. Vorab noch kurz, der Ton der Videos müsste jetzt besser sein. Der Captain Kork hat mir an Bord den Tipp gegeben, mir da was anderes zu suchen. Habe ich getan. Bin jetzt hier mit Standmikro unterwegs. Lass mal das. Müsste jetzt besser sein. Ich habe auch den Nippes ein wenig entfernt, sodass nichts mehr aus meinem Kopf herauswächst. Hätte ich eigentlich wissen sollen, ich fotografiere ja selber. Um was geht es heute? Es geht um die Suche nach diesem Schaumwein, einem italienischen Spumante, und zwar Dolce, also süß. Das gute Stück heißt Moscato di Tempio, ist von der Cantina Galura aus eben jenem DOCG-Anbaugebiet auf Sardinien. Galura nennt sich das. Ist überhaupt nichts Besonderes, ein ganz einfacher, süßer, netter Schaumwein. Ich hänge aber an dem aus dem einfachen Grund, weil den habe ich Tag ein, Tag aus auf der Hochzeitsreise mit meiner Frau getrunken und habe quasi romantische Gefühle verbunden mit diesem Schaumwein. Wie gesagt, nichts Weltbewegendes, kostet, ich schätze mal, unter 10 Euro, vielleicht so 6, 7, 8 auch nur. Hier mal das Etikett für euch und ich suche eine Einkaufsquelle. Sprich, ich suche einen Händler, der mir diesen Spumante verkaufen kann. Und zwar hier in Deutschland oder aber einen italienischen Exporteur, der den nach Deutschland verkauft. Ich nehme den ab, massenweise, kartonweise, LKW-weise. Ich mache den Generalimporteur. Ich will diesen Wein. Warum ich hier eine Flasche stehen habe, weil ab und zu unser Freund Piero aus Sardinien, ein befreundeter Autohändler, ein, zwei Flaschen mitbringt, aber das genügt mir nicht. Ich will den immer trinken, ich will den zum Dessert, ich will den zum Aperitif, ich will den einfach nur so, ich will den massenhaft im Keller liegen, weil dieser Wein ist für mich Erinnerung. Deshalb schreibt mir bitte entweder per Mail an info@derweinfreak.de oder unten in den Kommentaren. Wer weiß jemanden, der diesen Wein verkauft? Würde mich freuen. Bis dahin bleibe ich euer Weinfreak. Ich bin Amateur, ihr seid Amateure und gemeinsam entdecken wir den Wein.